Dann speichern wir noch mal schnell. Nein. Sehr schön. Es kann einfach manchmal so schön funktionieren, aber dann stellt man sich auch ein anderes Mal wieder so blöd an. Jawohl, komm her, du Stachelratte. Es hat sich ausgerottet. Ich hab dich ausgerottet. Okay. Dann habe ich hier das Zeug auch da unten. Nein. Ruben, bist du Ruben? Bist du Ruben? Hallo? Bist du Ruben? Nein, du bist ein Rekrut. Und du bewachst das Ding hier, habe ich das Gefühl. Hallo? Ich bin hier gar nicht drin, du täuschst dich. Alles klauen. Lalala. Ich war hier gar nicht drin. Severin, ich habe die diebischen Gnome erledigt. Gute Arbeit. Jetzt kehrt hier endlich wieder Ruhe ein. Jawohl. Lass dir von Ruben eine Belohnung geben. Mache ich, Chef. Ruben? Hey, ich bin Ruben. Wenn du was brauchst, kannst du zu mir kommen. Was ich brauche? Ich brauche eine Belohnung. Klar doch. Gold oder Gold? Was darf sein? Hast du nicht was anderes? Artefakte oder Tränke? Klar, die kannst du alle bei mir kaufen. Hier ist deine Belohnung. 200 Gold, was ist deine Aufgabe? Ich bewache die Gebäude. Wir haben hier Vorräte und jede Menge Zeug aus den Ruinen. Aber die meisten wertvollen Sachen gehen in die Vulkanfestung. Ich schätze mal, in jedem Lager findest du einen Kerl wie mich. Einen, der dir besorgen kann, was du brauchst. Also stell dich gut mit mir. Sonst gibt's nicht mal einen kleinen Heiltrank. Ja. Was hat er denn Tolles zum Handeln? Wow, er hat kleine Heiltränke, kleine Mana-Tränke, ein paar abgefuckte Spruchrollen, Bolzen und Pfeile. Ja, mit dir möchte ich gar nicht handeln. Bei der Auswahl. So, dann tue ich mal hier speichern. Dann gehe ich ein bisschen out of range. Und dann schleiche ich mich an. Ja, geh weg. Ja, ein Regenerationstrank, irgendein Pflanzenscheißdreck und ein anderes Dingsbums, was ich jetzt nicht weiß, was das war. Ich glaube, Eisenerz oder sowas könnte es gewesen sein. Schön. Akrobatik ist doch ein tolles Talent. So, jetzt haben wir hier drei Wölfe. Und... ganz toll, er war zu kurz. Nein, nein, komm her, komm her. Boah, wie die ausweichen! Nummer 1. Ja. Wölfe sind schwer zu bekämpfen ohne Schild, muss ich sagen. Die blocke ich immer recht gern und greife dann erst an. Aber das ist natürlich mit einer Bart-Axt nicht so einfach möglich. Also, es ist nicht möglich. Ich dachte mal, ich habe mal so ein Viech geblockt, aber das muss ich mir eingebildet haben. Na komm schon. Nein, nein. Ja, so muss man die machen. Das Problem an den Wölfen ist, die verfolgen einen und sind so schnell. Die sind so schnell, dass man, wenn man rückwärts geht, die genauso schnell sind wie einer selbst. Ah, geht doch. Wenn man rückwärts geht, sind Wölfe genauso schnell im Vorwärtsgehen, wenn sie einen verfolgen, wie du selbst. Und deswegen hast du ein Problem, wenn du nicht blocken kannst, dass du zum Angriff kommst. Weil sobald du einen Angriff machst, hauen die dir natürlich eine Attacke rein, weil die ja direkt an dir dran sind. Nur darauf warten, dass sie dich endlich angreifen können, beziehungsweise du aufhörst zu gehen. Und du kannst nur attackieren, wenn du nicht mehr rückwärts gehst. Und das ist das Problem an den Wölfen. Und deswegen finde ich Wölfe mit der Bartaxt einfach nur scheiße. Da wird sich's vielleicht sogar lohnen, wenn ich auf ein Schild und ein Schwert wechsle. Das Problem ist, Schwert macht natürlich überhaupt keinen Schaden, ne? Ah ja, da ist das hier. Das ist das Problem am Schwert. Aber
Ihr habt ja gesehen, man kann mit ein bisschen Tricksen und Spielmechanik ausnutzen, kann man alles schaffen. So, dala, die Stachelratten sind überhaupt kein Problem. Die habe ich schnell durchschaut. Die sind kein Problem. Sind dafür mit Schwert und Schild etwas nerviger, muss ich sagen. Weil du hast hier einfach mit der Bartaxt den unglaublich gigantisch großen Vorteil, dass wir die One-Hitten können, wenn wir einen aufgeladenen Schlag machen. Ja, so. Das nehmen wir alles mit. Und immer, man muss auch immer ein bisschen hinten schauen. Nicht damit man runterfällt, nein, sondern damit man... Liegt hier noch was? Ich habe doch gerade was gesehen. Ruhe in Frieden. So enden wir alle einmal. So enden wir alle. Ich wusste es. Genau, also wie gesagt, diese Dinger, da können immer so wertvolle Sachen sein, besonders für uns Magier, da können Weisheitsspruchrollen drin sein. Ruhe in Frieden. Ja. Ruhe in Frieden. Ich will die Kiste öffnen, nicht das Grab anschauen. So, Zeugs. Was haben wir denn noch hier? Was haben wir denn noch hier? Nee, ich glaube, das war's hier erstmal. Das war's hier erstmal. Und hier werde ich noch nicht alles cleanen. Eine Sache könnte ich allerdings machen. Nee, nachher. Komm, gehen wir erstmal in die Vulkanfestung. Ah, ganz toll. Viecher ist wieder. So, ein Viecher ist weniger. Und meine Lieblingsgegner. Oh, habe ich dich gegen die Mauer gedrückt? Konntest du nicht mehr ausweichen? Arschloch. Ich töte euch alle. Oh, ihr hört schon die Musik. Diese Musik, die ihr jetzt hört. Das ist... Wow, what the fuck, wo kommst du her? What the hell? What the? Verpiss dich! Lass mich in Ruhe! Wow! Was ist das für ein Viech gewesen, ey? Wo kam das denn her? Wo war das denn bitte? Hallo? War das hier unten irgendwo? Das könnte vielleicht da unten gewesen sein und weil ich das getötet habe, mit angelockt worden sein. Ja, deswegen hat es auch wahrscheinlich so lange gebraucht, weil es eine Stufe weiter unten war. So, schauen wir mal. Dann speichere ich mal ab, weil jetzt habe ich es mit drei Gnomen gleichzeitig zu tun. So, 1, 2 und 3. Na, wie oft trefft ihr mich? Ihr kleinen Mistviecher. Ich sag, ihr trefft mich maximal zweimal. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, genau. Hinter mich stellen. Komm her, du Wichser. Boah, sowas hasse ich ja, wenn sie dann um einen rumspasten. Na komm. So, der braucht noch einen Schlag. Den kriegst du hier. Und... So, jetzt braucht jeder von euch noch einen Schlag. Und zweimal getroffen. Jetzt darf ich mich nicht mehr treffen lassen. Und... Nope. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Du kleiner Gnom, hör... Hör mal auf. Also jetzt blockt der. Was bist denn du für einer? Stirb. Sag ich doch, maximal zweimal. Und der eine war sogar noch unfair, weil er von hinten reingegangen ist. Ich sollte mal auf meine Worte achten. Ich bin nur noch zweideutig. Wo ist denn der dritte jetzt schon wieder? Jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich den dritten Gnom nicht finde. Ich könnte kotzen. So, was haben wir hier? Oh, was ist denn das? Oh, Magiering. Magiering meine ich natürlich. Habe ich Magie gesagt? Entschuldigung, ich meinte Magie. Ja, da gehen wir später runter. Erstmal in die Vulkanfestung. Magiering. Es fehlt noch ein Gnom. Da, dankeschön. So, jetzt geht's aufwärts. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Oh, eine Heldenkrone. Nehme ich gerne mit. Dankeschön. Somit ist uns ein weiterer Mana-Trank gesichert.
Wenn wir erstmal Mana können. Hey, warte mal. Ich habe gesehen, wie du den Berg raufgekommen bist. Alchemie meine ich. Und? So wie du aussiehst, hast du hier draußen nichts zu suchen. Willst du mir Ärger machen? Nee, Mann, ich nicht. Wenn Santiago dich sieht, kriegst du schon mehr als genug Ärger. Was ist denn mit Santiago? Er gehört zur Inquisition. Das sind harte Kerle. Der steckt dich ohne zu fragen in die Vulkanfestung. Und was passiert dann da? Sie ziehen dir einen Rock an, drücken dir einen Stab in die Hand und lassen dich trainieren. Und dann darfst du noch den Hof fegen oder Wache schieben. Und die Scheiße dabei ist, du kriegst nicht mal ein kühles Bier. Oh. Alles, was es in der Vulkanfestung gibt, ist ein alter, verschlossener Weinkeller. Ah, ein Bier für Paul. Weißt du was? Hier, trinken, kühlen Schluck, Jungs, schon hast es dir verdient. Ist das etwa ein Bier? Bier! Mann, tut das gut. Danke. Bitteschön. Kannst dir nicht verübeln, kühles Bier ist immer geil. Was machst du hier so? Nach was sieht's denn aus? Ich steh mir die Beine in den Bauch. Das ist nicht gerade der sicherste Job. Wenn die Viecher kommen, bin ich der Erste, der gefressen wird. Welche Viecher denn? Beziehungsweise er meint die listigen Gnome und dann sag ich, ja, deine Gnome sind erledigt. Wirklich? Du hast gegen diese Schrecklichen? Du hast dich ihnen gestellt? Gnome. Es war eine Bande von kleinen Gnomen. Oha. Gnome? Bist du sicher? Ich meine, danke. Schon gut. Hör mal. Es ist vielleicht besser, wenn wir das nicht an die große Glocke hängen. Waren ja nur ein paar Gnome, oder? Schon gut. Danke. Ich habe hier auch noch ein paar Münzen für dich. Warum haust du nicht ab? Glaubst du, daran habe ich noch nicht gedacht? Aber für mich ist es zu spät. Einmal Rekrut, immer Rekrut. Warum? Wenn ich in die Stadt gehe, werde ich sofort wieder zurückgebracht. Ich könnte mich höchstens in einer dunklen, kalten Höhle verkriechen. Nee, danke. Da ziehe ich die Vulkanfestung vor. Also so schlimm, wie du tust, kann es wirklich nicht werden, oder? So? Tja, ganz wie du meinst. Dann geh zu Santiago und lass dich rekrutieren. Hoffentlich bleibt es ruhig. So, dann gehen wir mal zu Santiago. Es gibt doch diese komische Band, die nennt sich auch so. Na, wen haben wir denn da? Du siehst mir aus wie ein Herumtreiber. Und das Herumtreiben auf der Insel ist verboten. Also wenn du mir keinen vernünftigen Grund nennen kannst, warum du hier bist, wirst du rekrutiert. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Ist das so? Das kannst du Meister Pallas in der Vulkanfestung erklären. Ich bringe dich direkt mal zu ihm. Ja, sobald man mit Santiago geredet hat, ist das aus, da ist man drin.